In der Region verwurzelt, in der Welt aktiv. Für Dr. Kurt Bock ist das tägliche Spannungsfeld seiner Arbeit. Seit 2003 ist er Mitglied des Vorstands beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen. Seit 2011 hat er den Vorsitz inne. Bei den Wirtschaftsgesprächen am Main berichtete er über Herausforderungen und Chancen eines Global Players. Der Standort in der Metropolregion ist für ihn eine deutliche Chance. Das ist für uns in Ludwigshafen ein Riesenvorteil, dass wir diese Metropolregion heute haben. Damit werden viele Themen regional diskutiert, die früher lokal diskutiert werden. Da geht es nicht nur um Infrastruktur, da geht es auch um Ausbildung, Forschung und Entwicklung. Letztendlich um die Attraktivität dieses sehr großen Wirtschaftsraumes, der sicherlich eine relativ kleine Metropolregion ist im Vergleich zu anderen. Aber ich glaube, ein Erfolgsmodell ist, und wir sind eigentlich sehr stolz, dass wir jetzt in Kürze das 10. Jubiläum feiern dürfen. Eine zentrale Lage mit direkter Anbindung in die weite Welt bringt den 150 Jahre alten Konzern in eine gute Ausgangsposition. Fraport, Mitteleuropa, Zeitzone und Flughafen, Logistikhub Frankfurt sind ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn Sie ein weltweites Geschäft steuern wollen. Wenn Sie in Hongkong hocken oder in den USA, sind Sie immer irgendwie am Rand der Zeitzone und das macht das Leben deutlich schwieriger. Doch international begegnet BASF auch Herausforderungen. Das Bevölkerungswachstum macht Fortschritte im Ackerbau, etwa beim Pflanzenschutz, nötig. Außerdem wollen mehr Menschen auch eine höhere Mobilität. Asien ist das Stichwort. Während dort derzeit rund 150 Millionen Pkw über die Straßen rollen, sollen es in 10 Jahren bereits über 400 Millionen sein. Beide Themen müssten ressourcenschonend angegangen werden, und zwar mit besserer Chemie. Um das zu schaffen, ist Innovation gefragt. Doch das Akzeptanzklima in Europa macht es dem Konzern nicht leicht. Wir haben generell in Europa ein sogenanntes Vorsichtsprinzip in der Gesetzgebung. Vorsichtsprinzip, Precautionary Principle, heißt, Sie unterstellen, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, und darum sollte man es unterlassen. Wir versuchen dem ein sogenanntes Innovationsprinzip dagegen zu stellen, dass wir sagen, es geht auch um den Nutzen, es geht um Risiken, aber es geht auch um den Nutzen. Und wenn man das macht, könnte man auch in Europa zu einer Politik kommen, die etwas innovationsfreundlicher und innovationsoffener ist als das, was wir derzeit sehen. Das ist ein Thema, was uns wirklich umtreibt, weil, und ich habe es eingangs gesagt, für uns Innovation der wesentliche Wachstums- und Ertragstreiber der BASF ist. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Noch bildet Deutschland weltweit die Nummer 3 bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Doch China hat seine Investitionen bereits verzehnfacht. Es bleibt also viel zu tun.